gerade dabei, den Karton. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ihr seid so ein bisschen hoch, damit ihr auch alles sehen könnt. Ja, den Karton für Emma fertig zu machen. Und ja, ich fange an. Ich habe mir einen Block rausgesucht, ist aus dem Action, weil Emma ist rosa, rot und lila. Ne, da mache ich jetzt eine Mischung draus. Und das Schöne ist, der Karton hat einen weißen Rand. So, das werde ich beibehalten. Werde, also ich habe, ne, Papier, sowieso ist klar, werde ich zurechtschneiden. Dann habe ich mir einen Washi rausgesucht. Ich habe hier aber am Tisch noch andere und da kann ich den halt spontan machen, weil das lila-rosa ist. Habe mir von Tesa so ein richtig starkes 9mm breites Tape rausgesucht, damit ich das noch verstärken kann. Und die kleine Maus, die steht auf Schmetterlinge. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, so Schmetterlinge, Blumen, hier auch noch solche großen Schmetterlinge, werde ich alles voll ballern. Zwischendurch werde ich noch mit Strassstein oder Halbperlen oder muss ich mal gucken, raussuchen. Oder ich gucke halt, ob ich meine, ob ich aus meinem, hier sind ja die ganzen angefangenen, auf Strang selbstklebenden quasi Strasssteine. Vielleicht werde ich auch da was raussuchen. Oder halt komplett neue Streifen. Und mal gucken. Wir werden schauen, was da so alles bei ist, ne? Ja. Und ich mache mich jetzt frisch ans Werk. So. Sticker gehen erstmal beiseite. Und zwar messe ich mir erstmal den Karton aus. Der Karton hat... Wartet mal. Habe ich eins hier oben? Achso, ich brauche das Tesa gar nicht anbrechen. Ich habe hier noch eine kleinere Rolle. Die werde ich benutzen. 30. Na, ich mache erstmal 34 und abschneiden kann ich immer noch. So, dadurch, dass ich ja nur. Ja, was ist denn das? Habe. Ich werde erstmal. So. Wir haben gesagt, ja, ich nehme die 4. Ich nehme helllila, dunkles Lila, Rot. Und rosa. Rosa werde ich nachher noch abweichen. Da werde ich noch andere nehmen. So. Und die werde ich erstmal benutzen. So. Die habe ich mir rausgesucht. Dann werde ich... Dadurch, dass es ja nur normales A4-Blatt ist, ist das natürlich nicht so schön wegen... Ja, Kleberückstellung müsst ihr abmachen. Ist es natürlich nicht so. Ist das nicht, natürlich nicht so groß wie der Karton an sich. Deswegen werde ich oben schon mit zwei Farben arbeiten. Und erstmal werde ich den Kleber entfernen. So. Ja, wie gesagt, werde ich mit. Ich habe die Farbe. Und ich glaube, ich werde mit denen hier oben arbeiten. Und mit den Lila an der Seite. Natürlich abgehoben nachher auch, ne? Das heißt, also abgehoben meine ich, ich werde mir jetzt zurechtschneiden. Rot. Und rosa und aufkleben. Dann mache ich die oberen Seiten. Die oberen Seiten mache ich dann lila rosa.
Und die unteren Seiten, beziehungsweise auch hier drunter, werde ich aber so einfarbig finde ich das auch nicht so schön. So, wenn ich rot und rosa mache. Ja, ich werde hier oben rot und rosa machen. Hier werde ich ein helles Lila nehmen. Hier werde ich ein dunkles Lila nehmen. Das werde ich an allen Ecken machen. Außer hinten. Hinten werde ich, weil sieht man ja eh nicht, da werde ich abweichen. Mit einer Farbe. Genauso wie unten. Mache ich weiß oder keine Ahnung. So, das heißt, helles Lila wird hier oben passieren. Dunkles Lila hier unten. Ich gucke mal, ob ich davon noch einen zweiten Block habe. Das wäre ja optimal. Ansonsten. Weil sie sagte aber auch Elsa Blau. Was ist denn Elsa Blau? Ist das Elsa Blau? Ich habe keinen Plan. Was ein Elsa Blau ist. Das ist aber mehr so Türkis, ne? So ein helles Türkis, ne? Ne, habe ich gar nicht. Und von der Warte. Ja, ich werde jetzt mal. Ich werde das jetzt erstmal machen und melde mich dann gleich bei euch wieder. So, ich habe das jetzt zurechtgeschnitten und habe das schon mal. Also erstmal die 5 Seiten. Ne? Die anderen Seiten kommen noch, bloß da muss ich halt einiges wegnehmen. Und ja, ich wollte aber erstmal die 5 Seiten anbringen. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Der kommt hier rauf. Ja. Ne, ich habe da auch Festes drauf gemacht. Also würde ich auch empfehlen. Weil der Karton soll ein Jahr halten. Und ja, die restlichen Seiten, ich werde euch nochmal zeigen, wie ich das mit den, ne, mit den kleinen hier mache, mit den Seiten. Und aber erstmal, ich klebe einen mit euch auf. Na, also da ist ja jetzt auch nichts Dickes dabei. Muss halt, dass ihr das einmal seht. Na, also Schutzfolie lösen. Ich werde da jetzt auch nichts an Speed machen oder so. Ne, wie man die Schutzfolie löst, das wisst ihr alle. Da muss man kein Genie. Ich habe meine Nägel geschnitten. Deswegen habe ich keine Haftung mehr. So. Und der letzte. So. Dann wird aufgeklebt. So, das ist der erste. Ohlalala. Und das rosa. Oh, es ist gruselig. Es klebt extrem. Man kriegt das manchmal so bescheiden runter. Furchtbar. So. Und einmal drehen, weil ich bin Linkshänder. Also ich habe das Papier grundsätzlich in der linken Hand. So, hier kommt noch Strassstein-Bordüre hin, das ist jetzt nicht so schlimm, aber ist halt handmade, ne? So, alle anderen mache ich jetzt fertig und dann sehen wir uns später. So, weit ist alles dran, das was ich erstmal konnte.
Ja, und jetzt kommen wir hierzu. Ihr seht ja, hier ist schmaler als hier. Das heißt, ich muss hier abmessen, da abmessen, da abmessen und da abmessen. Ich habe schon Streifen zurecht gemacht. Und ja, das würde ich ganz gerne mit euch zusammen machen. Und zwar habe ich oben 4 cm und ich habe unten 1 cm. So, das heißt, hier habe ich 4,5. Da kann ich auf, ja, 4,5 ist völlig in Ordnung. So. Und ihr seht, dass hier gerade ist. Hier ist gerade. Das heißt, ich muss jetzt nur hier wegschnippeln. Dann mache ich 1,5 cm. Das heißt, ich nehme hier ein Lineal. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Und messe. Eins Komma fünf Zentimeter. Oh, das ist auch echt kein Platz, ey. Und messe 1,5 cm ab. So. Und wenn meines Erachtens das richtig ist, nein, ich muss noch mal die Komplettlänge ausmessen. Sehen Sie die das? Ja. Haben wir 21. So, das heißt, ich muss das erstmal zurechtschneiden. So. Das sah ja schon sehr merkwürdig aus, ne? So, jetzt halte ich Lineal ran. Wo ist mein Bleistift? Da oben. Aber ich glaube, ich nehme mal einen, der auch ein bisschen besser angeschärft ist. Ich habe so einen tollen. Die sind alle nicht angeschärft. Doch, du bist angeschärft. So, ja, machen wir 1,5. So. Und dann von hier bis da oben. Ich muss mich erstmal. So. Das schnibbel ich jetzt ab. Passe es noch mal an. Passe es noch mal an. Und ich sag mal so, mit Strassstein Bordüre passt das. Ist okay. Da kommen ja eh noch Strasssteine ringsrum. Super. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das mache ich auf der anderen Seite jetzt auch und klebe das alles mal auf, dass es komplett fertig ist. So, das Karton ist komplett dekoriert oder beziehungsweise beklebt an allen Ecken und Enden. Entschuldigung. So, jetzt können wir mit dem Dekorieren anfangen. Und zwar habe ich gedacht, überall, wo diese Naht hier, sage ich jetzt mal, ist, kommt, genau, die habe ich hier. Ja,
Die habe ich erstmal da und da kommt die Washi ran. Ne, ich muss ja dann auch Schriftzug, also der Name noch mit drauf und so. Mal lullen, wie das wird. Aber ich muss. Ja, es wird ein langes Video. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dauert halt alles seine Zeit, ne? Kann man nichts machen. So. Ich finde das sichere, mit Klebeband daran zu gehen und dann das Washi raufzukleben. Ja, man weiß ja manchmal nie so ganz genau. So. Washi klebt. So. Das haben wir erstmal aufgeklebt. So, und ich würde sagen, hier machen wir auch eine Washi-Reihe, ne? Sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. Ist gar nicht mal so einfach, sage ich euch. So, haben wir jetzt den Streifen da gesetzt. Den pulle ich jetzt ab. So. Und dann kann da noch ein Streifen Washi gezogen werden. So. Flupp. Und ab. So. Das haben wir auch. So, da ist jetzt Washi und da ist Washi. Und wenn der Karton, das war hinten, aber es ist mir lieber. So, hier würde ich ganz gerne ringsrum mit Strasssteinchen arbeiten. So. Ja, und zwar rot. Also keine bunten. Und ich würde da wirklich. Ich habe damals mal solch so einen Schwung. Ja, das ist Emma. Hätte ich noch. Habe ich rot. Rosa. Blau. Passt nicht. Was wollte ich denn da machen? Rosa? Also weiß sieht ja auch bestimmt nicht so cool aus, oder? So weiß irisierend. Also die kommt später. Also weiß irisierend. Sonst die roten. So, machen wir die roten. Ich hoffe, das sieht aus. Ja, also ich bin ja nicht so bewandert mit Papier. Aber so also für Freunde, man gibt sich ja Mühe, ne? So, die so halten. Ja, ne?
Schaut ganz gut aus. So. Und so wird es dann halt alles ringsrum aufgeklebt. So. Das mache ich mal ganz schnell. Also ringsrum, was ich jetzt so sehen kann, wird jetzt erstmal einmal komplett Strasssteinchen mit Lila, Rosa, Rot. Außer hinten natürlich und unten auch nicht, das wäre ja Quatsch. So, und zum Dekorieren, da melde ich mich wieder. So, die Strasssteine sind alle dran. Links, rechts, oben, unten. Und ja, ich würde sagen, ne, Namen habe ich auch schon draufgeklebt. Ich würde sagen, was drin ist noch. So, da bleibt auch so, weil da kommt eh Zeugs rein. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns an Verzieren. Ja, sie steht auf Schmetterlinge. Also ich würde jetzt hier echt Schmetterlinge raufsetzen ohne Ende. Mit Blumen. Und so was. Dann habe ich hier noch ein Schloss. Das würde ich hier vorne raufsetzen. Schloss. Und Regenbogen. Und zwei Schmetterlinge. So. Und das würde ich daran setzen. Was sagt ihr? Passt, ne? Weil dazwischen kommen dann irgendwie noch Halbperlen oder irgendwie sowas hin. Dann. Schmettis. Ich finde die total schick. Die Blümchen. Dazwischen. So, das haben wir auch. Was denn hier noch so was Schönes? Sollen wir noch ein Einhorn hinsetzen? Das wird zu much, ne? Und vielleicht noch ein Herzchen. Ich weiß gar nicht, seht ihr das, was ich hier mache? So. So, das ist okay. Das ist auch okay. Strasssteine, Halbperlen. Und quasi die Reste. Die kommen jetzt hier rein. So. Ich muss schon aufräumen nebenbei, ne? Ja, mein Mülleimer ist gerade unten. Toll. Naja. So, dann haben wir noch Blümchen. So, dann haben wir noch ein paar Schmettis für an der Seite. Aber die Blümchen setzen wir hier vorne rauf, oder? So, links und rechts ein, links und rechts ein Schmetterling, würde ich sagen. Also hier jetzt so links und rechts ein Schmetterling.
Dann reicht das, glaube ich, auch. Ich weiß ja nicht, ob die von der Schule aus noch irgendwie was gestalten wollen oder so. Es kann ja sein, dass sie dann da noch selber was drauf machen möchte oder so. Bisschen Eigentouch, ne? Deswegen. Ja, kann ja möglich sein. Weil auf dieser, auf diesem Zettel stand jetzt nur, Schuhkarton. Und deswegen. Aber der Schuhkarton ist zumindest schon mal vorbereitet. Und das ist auch okay. So, da kommt einer hin. Und da kommt einer hin. Dann machen wir noch Blümchen. Ist das von der Höhe eigentlich? Ja, perfekt. Blümchen links. Ein Blümchen rechts. Und eine Tulpe in die Mitte. Und ich finde, das kann man, also wenn man Kinder hat, das kann man so easy peasy machen. Ne? Ja, also ich werde das erstmal lassen. Ich werde der Mutter mal ein Foto schicken. Und ja, sie kann dann halt bestimmen, wie der Karton dann weiter aussehen soll. Ja, das war's eigentlich. Ne? Also wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Sticker habt, wenn ihr genug Papier habt, einen Karton, der übrig ist. Ne? Weil ich finde, Kinder haben genug Kleinzeug. Ne? Und wenn es einfach eine Babykiste ist, finde ich super. Das ist zwar jetzt für die Einschulung, aber ich finde als Babykiste, ne, macht Washi ran. Ihr könnt das auch mit Washi weiter verzieren. Ihr könnt selber ausmalen, ne, grundiert euch den und dann könnt ihr den selber auch bemalen, ne. Macht Fotos von dem Kind drauf oder sowas, ne. Also da gibt es ja. Ich wollte euch einfach mitnehmen, wenn ich, weil ich ja jetzt Einschulungswoche habe quasi, ne. Und ja, wollte ich euch eigentlich einfach nur mitnehmen. Ja, wie ihr seht, ist nichts Dickes, aber ne, vielleicht freut sich die Lütte und dann passt das auch. Ja, das war's an meiner Stelle. Hoffe klar, das Video hat euch gefallen. Gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr mich anschreiben wollt, meine E-Mail-Adresse steht unter jedem Video, ne? Wenn ihr mir was erzählen wollt, wenn ihr mich was fragen wollt oder, könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schicken. Und ja, ich würde sagen, ich räume jetzt hier erstmal auf und bereite dann alles vor, dass ich das Video mit den Bottle Caps mit euch machen kann. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Bis dann. Tschüssi. So. Strasssteine sind alle dran. Links, rechts, oben, unten. Und ja, ich würde sagen, den Namen habe ich auch schon draufgeklebt. Ich würde sagen, da drin ist noch so. Da bleibt auch so, weil da kommt eh Zeugs rein. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns an Verzieren. Ja, sie steht auf Schmetterlinge. Also ich würde jetzt hier echt Schmetterlinge raufsetzen ohne Ende. Mit Blumen. Und so was. Dann habe ich hier noch ein Schloss. Das würde ich hier vorne raufsetzen. Schloss. Thank you.
Regenbogen. Und zwei Schmetterlinge. So, und das würde ich daran setzen. Was sagt ihr? Passt, ne? Weil dazwischen kommen dann irgendwie noch Halbperlen oder irgendwie sowas hin. Dann. Schmettis. Ich finde die total schick. So. Und die Blümchen. Dazwischen. So, das haben wir auch. Was denn hier noch so was Schönes? Sollen wir noch ein Einhorn hinsetzen? Das wird zu much, ne? Und vielleicht noch ein Herzchen. Ich weiß gar nicht, seht ihr das, was ich hier mache? So. So, das ist okay. Das ist auch okay. Strassstein, Halbperlen. Und quasi die Reste. Die kommen jetzt hier rein. So. Ich muss schon aufräumen nebenbei, ne? Ja, mein Mülleimer ist gerade unten. Toll. Naja. So, dann haben wir noch Blümchen. So, dann haben wir noch ein paar Schmettis für an der Seite. Aber die Blümchen setzen wir hier vorne auf, oder? So, links und rechts ein Schmetterling, würde ich sagen. Also hier jetzt hier links und rechts ein Schmetterling. Dann reicht das, glaube ich, auch. Ich weiß ja nicht, ob die von der Schule aus noch irgendwie was gestalten wollen oder so. Es kann ja sein, dass sie dann da noch selber was drauf machen möchte oder so. Ist ein Eigentouch, ne? Deswegen. Ja, kann ja möglich sein. Weil auf diesem Zettel stand jetzt nur Schuhkarton und deswegen, aber der Schuhkarton ist zumindest schon mal vorbereitet und das ist auch okay. So, da kommt einer hin. Und da kommt einer hin. Dann machen wir noch Blümchen. Ist das von der Höhe eigentlich? Ja, perfekt. Blümchen links. Ein Blümchen rechts und eine Tulpe in die Mitte.
Und ich finde, das kann man, also wenn man Kinder hat, das kann man so easy peasy machen. Ne? Ja, also ich werde das erstmal lassen. Ich werde der Mutter mal ein Foto schicken. Und ja, sie kann dann halt bestimmen, wie der Karton dann weiter aussehen soll. Ja, das war's eigentlich. Ne? Also wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Sticker habt, wenn ihr genug Papier habt, einen Karton, der übrig ist. Ne? Weil ich finde, Kinder haben genug Kleinzeug. Ne? Und wenn es einfach eine Babykiste ist, finde ich super. Das ist zwar jetzt für die Einschulung, aber ich finde als Babykiste, ne, macht Washi ran. Ihr könnt das auch mit Washi weiter verzieren. Ihr könnt selber ausmalen. Ne? Grundiert euch den. Und dann könnt ihr den selber auch bemalen. Ne? Macht Fotos von dem Kind drauf oder sowas. Ne? Also da gibt es ja... Ich wollte euch einfach mitnehmen, wenn ich... Weil ich ja jetzt Einschulungswoche habe quasi. Ne? Und ja, wollte ich euch eigentlich einfach nur mitnehmen. Ja, wie ihr seht, ist nichts Dickes, aber ne, vielleicht freut sich die Lütte und dann passt das auch. Ja, das war's an meiner Stelle. Hoffe klar, das Video hat euch gefallen. Gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr mich anschreiben wollt, meine E-Mail-Adresse steht unter jedem Video. Ne? Wenn ihr mir was erzählen wollt, wenn ihr mich was fragen wollt oder, könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schicken. Und ja, ich würde sagen, ich räume jetzt hier erstmal auf und bereite dann alles vor, dass ich das Video mit den Bottle Caps mit euch machen kann. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Bis dann. Tschüssi.